Servus Leute, willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Wir haben letztes Mal gelernt zu fliegen und wir holen uns erstmal wieder, wie immer, 5 Leben ab. Ja, ich nehme die Lieferung an. Und dann verschaffen wir uns mal einen kleinen Überblick, was wir so haben. Ganz oben im Loft ist was Neues. Ich würde sagen, da gucken wir auch gleich mal hin. Mehr Leben brauchen wir jetzt nicht. Wir haben 9 Stück. Das reicht. Ups, jetzt. Den Luma habe ich aus Versehen beschossen. Das war nicht geplant. Wow. So, mal sehen, ob ich es schaffe, wieder da hochzukommen. Na komm schon, Mario. Jawohl. Das hier ist aber der Maschinenraum. Ah, genau, da drüben geht's dann... Oh Mann, das ist ein ganz schöner Weg. Hätte ich mir auch eigentlich sparen können, denn da unten ist jetzt auch so ein roter Pilz und man kann jetzt einfach nach oben fliegen. Das war jetzt ein bisschen blöd, aber na gut. Oh, hier ist auch gleich ein Gourmet-Luma. Hey du da, hast du keine Sternteile? Ich will Sternteile essen. Ganz viele davon will ich essen. Lalalala, lalalala, komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 1000... Wow. Was für ein Gierlappen. Scheiße. Verwandelung. 1200. Ja, die machen wir jetzt aber nicht. Huch. Hey, was ist denn das da drüben, dieses... Okay, keine Ahnung. Das Loft ist hier. Im Loft waren wir jetzt auch noch gar nicht. Das ist ja... sehr cool. Die Höhlenverlies-Galaxie. Ja, das klingt gut. Klingt spannend. Und das Level lautet, der Zauberer auf dem Geisterschiff. Na, das ist doch wieder nur ein Kamek und wir springen einmal drauf und das war's. Na gut. Die Toads sind auch wieder hier gelandet. Hallo. Gegenwärtig im Urlaub, ich meine auf Erkundung. Warte einen Moment. Oh, warte mal, das Vieh kenne ich doch. Wie war denn das? Ah, ich habe keine Ahnung mehr, wie das war mit dem Ding hier. Die Viecher kann man betäuben und die kann man auch nur von hinten treffen. Oh, ein Leben! Überall, wo diese Kreise sind hier, da unten ist eine leuchtende Truhe. Die holen wir uns auch gleich mal. Ich habe da nämlich hier einen grünen Panzer gesehen. Mit dem sollte das möglich sein. Wie war das nochmal mit... Ah ja, Z. Ja, okay, los. Dieser Scheinwerfer, ich finde den so klasse. Ja, ach, ist ja auch nur ein Leben, wie langweilig. Nee, das könnt ihr voll vergessen, das hier sieht nicht nach Erkundung aus. Ja, komm her. Ist hier drüben noch was im Wasser? Nein. Gut, dann geht's weiter. Ich dachte eigentlich, wir müssen hier durch, aber es ist überhaupt keine Feuerblume da, die uns das irgendwie ermöglichen würde. Also denke ich mal, dass hier die Kanone... Ah, du Mistvieh. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht.
Ja, okay, ob es das jetzt ist, weiß ich nicht. Aber wir rennen jetzt einfach mal hier durch. Und machen die ganzen Viecher platt. Das kann jetzt nicht wahr sein. So, wir haben alle erwischt. Jetzt können wir uns nämlich hier die Feuerblume holen. Gut, wir hätten die auch vorher holen können. Wir hätten jetzt nicht alle platt machen müssen. Und werfen jetzt Feuerbälle auf diese Dinger. Und damit geht's auch weiter. Ah, ihr glitzert. Verschwinde! Oh, das sieht aber tief aus. Was erzählst du mir denn? Ups. Der sucht doch aber kundend einen unterirdischen See. Ich dachte, er macht Urlaub. Dann geht's mal los. Wir müssen hier immer schön auf diese Luftblasen achten. Oh, die... Ich sehe nichts. Sollte das jetzt ein dezenter Hinweis sein? Hier ist ja wirklich ein Tod. Ja, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ah, eine Qualle. Bin jetzt nicht wirklich ein Fan von Quallen. Ich finde Quallen irgendwie ein bisschen eklig. Wo kam das denn plötzlich her? Also die Steuerung unter Wasser ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Entweder lag es daran, dass ich das Spiel wirklich lange nicht mehr gespielt habe, oder... Ah, warte, ich will die Münze. Toll, ich dachte, ich laufe einfach mal rein und guck mal, was passiert. Genau, so ist richtig, ich lauf rein. Man kann sie auch reinschleudern, finde ich ganz lustig. Ups. Ich muss viele, viele, viele Sternteile sammeln, weil ich ja 1200 an das Vieh verfüttert habe. Oh! Hallo? Och. So, Bossfight. Ach, Oma Kamek. Ja, ich nehme einfach. So. Ja, das hat irgendwie getroffen, ne? Oh, oh, jetzt geht's auf Nahkampf. Also treffen... Ja, ich glaube, das hatten wir schon beim letzten Mal, dass ich sie nicht treffen kann. So, mit einer Wirbelattacke. Dann müssen wir jetzt wieder auf diese grünen Panzer warten. In die Fresse! Oh, jetzt willst du es aber wissen. Oh, das war knapp. Nein! Du Mistvieh!
Das war ja beschissen. Oh, das sind drei. Und... nochmal. Einfach immer im Kreis laufen. Ups. Bevor die rumnerven können. Oh nein, so eine Scheiße. Ach, Mist. Wäre jetzt so toll gewesen, wenn ich sie einfach direkt sofort getroffen hätte. Jetzt kommt sie drauf und jetzt... nee, immer noch nicht. Ui! Wusste gar nicht, dass das geht, dass man den Panzer aufnehmen kann und sofort werfen kann. Oma Carmack fertig gemacht. Jetzt Oma oder Opa gesagt? Oma hoffentlich. Oh. Yeah. Eine neue Galaxie entdeckt. Ja, da wollen wir auch gleich mal hin, obwohl im Maschinenraum gerade ein Schabernack-Komet ist. Ich glaube, den machen wir erstmal. Da haben wir den nämlich erledigt. Oh. Oh Mann, das sieht... oh, Reifenozean, Wasser und Schatten und oh je. Überhol den Schatten. Na, klasse. Ich kenne die Strecke ja noch nicht mal. Es ist anscheinend doch nicht unter Wasser. Na doch, doch, doch. Na okay, dann legen wir mal los. Jawohl, ich hab einen. Immer schön unter Wasser bleiben. Und bloß nicht das Vieh fortschleudern, also bloß nicht drehen. Leben brauche ich jetzt nicht. Ja, okay, ging. Sehr schön. Nee, mache ich dann selber. Gut, das lief doch ganz super. Jetzt haben wir... oh, was? Wie? Wo? Ja, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Ah, doch, da ist auch einer. Genau hier, den wollte ich nämlich, um damit nach oben wieder zu fliegen. Ist da oben nicht ein Leben? Ja... ah. Na, aber Punktlandung. Und mal gucken, was die neue Galaxie so für uns bereithält. Kanonenflotte 52, sind ja nur noch drei Sterne.
Kanonenflotten-Galaxie. Ach, die sieht nicht so toll aus. Die schließen wir am besten gleich ab, dann haben wir es hinter uns. Also nicht jetzt in dem Part, aber in diesem und darauf folgenden vermutlich. Strahl, Strahl, Strahl. Wow, das ist ja informativ. Spaßig. Yes. Was war denn das jetzt? Okay, die machen mir Schaden, war nur ein Test. Das auch. Shit. Was ist denn jetzt los? Ich gehe gerade etwas sehr sorglos mit meinem Leben um. Man sieht ja, was es mir bringt. Oh, es bringt alles nichts. Ich komme nicht mehr runter. Ach, ihr Mistviecher. Okay, ich kann nur drauf springen. Na dann. Wie soll ich denn da hochkommen? Na, mal gucken, vielleicht ergibt sich da noch was. Wir haben schon wieder 15 Leben. Sehr schön. Jetzt wäre ich doch beinahe dran gekommen, aber man kommt wahrscheinlich nicht dran. Oh, dran. Genau, hier drüben kann man nämlich die Schwerkraft ändern. So, ich dachte, ich könnte sie auch in die andere Richtung ändern. Also direkt hier nach. Oh, verdammt! Ich wurde gepresst. Immer schön die Sternteile mitnehmen. Jetzt habe ich das Leben, was ich gerade verloren habe, schon wieder drin. Hallo, was war das denn? Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Nicht nochmal. Ah, das ist aber auch so langwierig. Wenn man jetzt hier drüben ist, muss man wieder warten. Oh! Oh, verdammt. Nein, nein, nein. Ich dachte schon, jetzt hat... Was ist denn hier los? Da sind Stacheln. Mann, oh Mann, oh Mann.
Ach, die Dinger, ja. Was war denn das jetzt? Ich komme da absolut jetzt nicht hoch. Moment mal, das geht doch bestimmt auch anders. Nee, geht's nicht. Na komm her. Komm da. Partout nicht hoch. Ernsthaft? Ernsthaft? Was war denn das jetzt wieder für eine Scheiße? Tja. Nee, wieder nicht. Also das ist wirklich ein bisschen dämlich irgendwie. Ich komme einfach nicht dran. Nicht gut. Oh, ist das beschissen. Na komm her. Was war... Oh, ey, ich krieg noch eine Macke hier. So ein Scheißlevel, wer denkt sich so ein Mist aus? Krieg doch's Kotzen. Ja, wieder nicht. Was sonst? Oh, das gibt es nicht. Das ist das beschissenste Level, was ich bis jetzt hier hatte. Es ist... Boah, ne. Ich weiß jetzt echt nicht, wie lange das noch geht, aber ich bin hier kurz vorm Explodieren. Hier so eine Bombe, zack. Mir brennt der Helm. Ah! Nein, 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 nein! Oh. So, da ist erstmal ein Goomba. Stirb! So, und jetzt beruhige ich mich erstmal. Yeah!
Komme ich da schon hoch? Na los, komm. Sag mir, dass ich da schon hochkomme. Wenn ich hier einen Seitsprung machen könnte... Nee, okay. Moment mal, vielleicht ein Dreiersprung, aber ich glaube, der mit dem komme ich nicht. Nee, ich glaube nicht, dass ich da schon hochkomme. Oh Mann. Diese runden Gebilden nerven manchmal schon ein wenig. Wo muss ich denn lang? Ja, ich denke mal, das war so geplant. Ich komme immer noch nicht hin. Auf den Dingern können wir aber stehen. Nein! Ach! Habe ich ein bisschen falsch gezielt. Was war denn das? Ich kann doch hier drüben rausgehen. Was mache ich denn? Belästigt mich nicht jetzt sowas wie Leben. Quatsch hier. So, jetzt kann ich mich mal wieder ein bisschen runterfahren. Das Level ist extrem beschissen. Ich hoffe, dass nicht noch so eins vorkommt. Immer kleiner werdende Plattform. Boah. Ja. Okay, Leute, dann machen wir auch hier erstmal Schluss. Es war jetzt doch etwas länger wegen diesem blöden Level. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann sammeln wir die letzten Sterne, um uns Bowser entgegenstellen zu können. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!